Ich bin Martin Hamann, Skispringer, gebürtiger Sachse und bin jetzt neu im FISMAN-Team. Ich war damals mit meinen Eltern im Winterurlaub in Garmisch-Partenkirchen. Da habe ich viele Nachwuchsspringer beim Springen zugeschaut. Ich kann das selber so direkt gar nicht, aber dann habe ich gesagt, hey, das gefällt mir, das muss ich unbedingt machen. Und meine Eltern wussten zum Glück, in Eilenburg gibt es eine Skisprungschanze. Und mit 6 Jahren habe ich dann entschieden, auch wenn ich überhaupt nicht Skifahren konnte, dass ich da dann anfange. Da, wo ich herkomme, aus der Nähe von Leipzig, sozusagen als Flachlandadler, weil so viel Berge und vor allem Schnee haben wir da nicht. Die einzigen Gleichgesinnten waren dann eigentlich in Eilenburg an der Schanze. Und das waren eigentlich so die einzigen, die den gleichen Traum vielleicht hatten oder Spaß in der Sportart hatten. Aus meiner Heimat, da vermisse ich natürlich einiges. Ich meine, meine Familie wohnt da, mein Neffe, der jetzt 2 Jahre alt ist, den sehe ich natürlich selten aufwachsen. In dem Verein in Oberwiesenthal oder in Eilenburg, da war man aufgehoben, da kennt man alles, da kennt man jeden. Den Kontakt verliert man einfach ein bisschen, ein Stück weit. Das muss man natürlich dann versuchen aufrechtzuerhalten, aber insgesamt fehlt es einem natürlich, dass man jeden Tag sein gewohntes Umfeld hat. Für mich war das immer unvorstellbar. Egal ob jetzt mit dem Andreas Wellinger, Severin Freund oder damals vielleicht, wo ich jung war, mit Martin Schmidt oder dergleichen. Dass ich mal sozusagen auf der anderen Seite der Couch bin, dass ich im Fernseher bin und zu mir vielleicht dann die Kleinen oder die Jüngeren sagen, okay, das ist Martin Hamann, so will ich vielleicht mal werden oder die Kappe, die er aufhat oder den Helm, den will ich tragen. Ich glaube, am liebsten bin ich tatsächlich zu Hause im Klingenthal zum Beispiel. Da bin ich natürlich ziemlich gern, da kenne ich alles, da fühle ich mich auf Deutsch gesagt heimisch. Aber prinzipiell sind so die Ziele, wo ich am liebsten hinfliege, zum Beispiel Sapporo nach Japan oder eben auch nach Hakuba in Japan, weil das einfach ein Kulturschock ist, das ist anders. Da ist man in einer Großstadt im Hotel und fährt zur Schanze und dort liegen meterweiß Schnee. Genauso in Hakuba, das ist genau das Gegenteil. Da wachsen unzählige verschiedene Pflanzen und es regnet wie aus Eimern. Und es ist einfach, die zwei Orte sind auf jeden Fall ziemlich interessant. Der Continental Cup in Tchaikovsky, das ist eins der Highlights in meiner Karriere gewesen bis jetzt. Das habe ich mir vorher vorgestellt, wie das werden soll. Und dann stehe ich da oben auf der Schanze und springe runter und springe dort Schanzenrekord im Continental Cup mit 146 Metern. Damals war der Karl Geiger sogar mit dabei und der Markus Eisenbichler. Bis dahin habe ich mich darauf vorbereitet, wenn ich meinen Schanzenrekord springe. Das habe ich mir immer vorgestellt, wie das dann wäre. Und so ist das dann automatisch eigentlich passiert. Das fand ich ziemlich cool damals, ja. Und jetzt bin ich natürlich ziemlich stolz darauf, dass ich jetzt Teil der Familie von FISMAN sein kann und da neue Freunde, Familie und Leute kennenlernen darf. Ich bin auf jeden Fall ein leidenschaftlicher Koch. Ein was kann ich ganz besonders gut und das ist nicht nach Rezept kochen. Das fällt mir, glaube ich, am schwersten. Deswegen bin ich auch ein ziemlich schlechter Bäcker, weil wenn man da nicht nach Rezept backt, dann fällt der Kuchen zusammen. Nachhaltigkeit ist da auf jeden Fall ein großes Stichwort. Ich meine, also bei mir fliegt, glaube ich, ganz selten was weg. Ich versuche selbst aus allen Restern noch irgendwie ein Gericht zu zaubern und meistens sind das dann die besten Gerichte. Vorm Wettkampf gibt es eigentlich meistens, speziell wenn die Wettkämpfe dann am Abend sind im Weltcup, gibt es eigentlich relativ wenig. Da kann es dann schon mal sein, dass dann die zweite Leidenschaft durchkommt, dass ich mir dann einen guten Kaffee braue. Da habe ich dann oft meine French Press dabei auf Wettkämpfen oder Lehrgängen. Und dann gibt es nochmal einen guten Kaffee vor dem Wettkampf. Und das ist dann, glaube ich, mein Erfolgsgeheimnis. Ja, mein Gipfel ist auf jeden Fall, dass ich, wie gesagt, jedes Jahr Schritt für Schritt sozusagen den Gipfel nach oben oder den Berg nach oben steig, wie auch immer. Und dann ganz am Ende irgendwann Skiflug-Weltmeister werde, das ist für mich, das steht über allem. Und darauf werde ich hintrainieren.